Ja, hallo, herzlich willkommen zurück zu The Hunter Primal. In der letzten Folge haben wir nur Equipment gesammelt. Jetzt schauen wir mal, ob wir in dieser Folge wie sich das komisch anhört, wenn sie sich in Bewegung setzt oder der Charakter so ein Schleifen. Sehr interessant. Wir sind hier auf einem Lavafeld. Schöne schwarze Steine. Ähnlich wie auf Lanzarote, wer da schon mal war. Schön schwarz. Schwarzer Sand, schwarze Steine. Allerdings wächst hier noch was. Ich probiere mal noch einen Stein aufzunehmen, aber es geht glaube ich nicht. Stein ist weg, aber im Inventar unten. Nee. In unserer Leiste unten ist kein Stein angezeigt, kein weiterer. Das heißt, die verschwinden zwar, aber werden nicht angezeigt. Okay. Das ist jetzt ein bisschen schade. Kann ich eigentlich aus der Map den Punkt entfernen? Irgendwie. I don't know. Oh, ich kann. Okay, mit der mittleren Maustaste kann man die Map dann verschieben. Ich latsch mal hier hoch. Da oben gibt es ein Kistchen. Diese Richtung. Irgendwie hier auf dem, auf diesem Lavafluss mal da nach oben latschen. Vielleicht treffen wir ja irgendwas unterwegs. Wir werden sehen. Mal schauen, ob hier was drin ist, was man. Ich weiß nicht, ob ich irgendeine Waffe tauschen soll, ob ich den Bogen hier lassen soll. Macht es Sinn? Vielleicht irgendwie sowas mache. Oh, jetzt deckt sich's hier auch. Jetzt habe ich. Da hatte ich was Falsches erzählt. Jetzt, auch hier kann man stacken. In der Kiste selber. Ich nehme mal die Pfeile mit. Den Bogen lasse ich da. Ich weiß nicht. Ist jetzt gerade irgendwie schade. Aber ich mache das jetzt mal so. Vielleicht finde ich ja mal wieder einen Bogen. Ich wollte eigentlich hier auf diesem Feld bleiben. Das aus. Oh, das ist eigentlich ganz nett. Jetzt machen wir gerade mal schnell was anderes nach Optionen. Ich drehe das hier mal auf volle Hebel. Speichere das mal. Ach, sehr schön. Das ist wirklich nice. Okay, das geht noch etwas langsam. Ich hatte das Gefühl, dass es mit der Pistole schneller geht. Kann mich aber wahnsinnig täuschen. Aber es geht jedenfalls deutlich schneller wie vorher. Das war ein super Tipp.
da erkennt man halt The Hunter-Spieler, die das schon länger spielen, die haben da natürlich mal die richtigen Tipps für mich parat. Da sehe ich was. Kann ich jetzt mal auf 5, war das? Das hat ja wahrscheinlich nicht funktioniert. So ist es. Natürlich schon weiß Gott wo wieder hingerannt sein. Ich höre ihn auf alle Fälle. Mal sehen tue ich ihn nicht. Ich gehe hier mal diese Lava-Falte hier nach oben. Mal kurz nach unten, nicht, dass ich hier eine böse Überraschung von hinten erlebe. Aber ich glaube, das ist tatsächlich so, dass da, wie gesagt, an den Ausrufezeichen, also an den Punkten hier mit diesen Ausrufezeichen, Raptoren vorherrschen oder öfter anzutreffen sind. Was ist hier? Puh. Also mal kurz. Im Umkreis, was du nicht sagst. Doch das, was ich hier schon gesehen habe, nicht wirklich was Neues. Männlich auf alle Fälle. Diese Richtung da hinten ist auch wieder Kacke. Kacke noch am Dampfen. Hier scheinen mehrere zu sein. Die Spuren sind nicht alle vom selben Tier. Irgendwie aber in diese Richtung gelatscht. Wenn wir das Kistchen anschauen, das ist ja ein Riesenlager hier. Okay, noch mehr Pfeile und einen Bogen. Die Pfeile mal rein und lass den Bogen da. Das habe ich das letzte Mal schon erwähnt. Gleiches Tier. Und dann werden die Spuren desselben Tiers werden. Die füllen sich so aus. Habe ich auch schon gelernt mittlerweile.
Ja, alles diese Richtung gelatscht, da runter anscheinend. Von hier gekommen. Da oben ist einer. Da oben ist zwei. Da ist nicht einer, sondern da ist zwei. Drei. Okay. Drücken sich. Das ist aber schade. Ich laufe denen mal hinterher. Hier wären noch mehr Kisten. Bringt mir das was? Ich kann sowieso nichts mehr aufnehmen. Ich meine, ich bin zwar neugierig, es würde mich schon interessieren. Lass uns dabei hingehen. Okay, das ist wieder die gleiche Spur von dem Tier, das wir vorhin da markiert haben. Ach, da ist. Ich wollte vorhin schon sagen, da ist ein bisschen wenig von der Festung. Das ist dasselbe Höschen. Medium. Low. 15 Low, 4 Medium. I don't know. Oh, das ist. Das konnte man sogar noch einpacken. Und dann nehmen wir es auch mal mit. Gehen wir mal in die Richtung, da oben ist auch die nächste Kiste. Da sind auch wieder die. Unsere Freunde unterwegs, da oben. Ich kann nochmal schnell hinschauen, da seht ihr auch was. Nur gerade waren sie noch da. Jetzt, ha? Sind auf alle Fälle mehrere. Da war doch noch einer vorher, ein dritter. Ich würde ungern hier eine böse Überraschung erleben. Wobei gut, mit den Kameraden bin ich das ein oder andere Mal auch schon in Konflikt geraten und auch fertig geworden. Das ist doch viel zu weit weg, oder? Würde ich behaupten. Für mich als Profischützen. Ich werde mal trotzdem in diese Richtung gehen, weil irgendwie muss ja hier auch mal was passieren. Sein hier, dass mir die ganze Zeit hier durch die Pampa latschen und hier nichts vorwärts geht.
Hallöli? Habt ihr mich gesehen? Brutal laut. Ah, da. Jetzt. Nein! Das kann doch nicht sein. Was hält denn der aus, der Kamerad? Verschnaufen. Sprühen wir uns mal ein bisschen ein. Ist das ein anderer hier noch? Hallo? So angeschossene Tiere sind. Sind immer gefährlich. Nicht ganz sicher. Angriff ist die beste Verteidigung. Für seltsame Geräusche. Bist du down? Okay. Das war nicht unbedingt mein Wunsch, dass du noch so lange umeinander läufst. Wenn ich ehrlich bin. Ja. Warum bin ich ein Mann? Das ist ja interessant. Ich hatte doch jetzt immer mit einer Frau gespielt. Bislang. Dachte ich jedenfalls. Es ist, wie es ist. Ich habe mein Geschlecht gewechselt. Mal so auf die Schnelle. Wo ist denn der andere? Hat der auch noch die Flügel gestreckt oder? Ich habe jetzt da oben leider vorher nicht die Spur aufgenommen von dem. Hier mal ein bisschen gucken. Ob mir der hier irgendwo rumliegt. Ich sehe es leider nicht.
Ist da irgendwo Blut? Scheint nicht so. Ist der noch so weit gerannt? Ich weiß es nicht. Ja gut, es wäre nicht das erste Mal, dass ich ein Tier verliere. Das lassen wir halt dann den Hyänen. Den oder dem T-Rex. Der sei ja angeblich Aasfresser gewesen. Wobei, wenn der mir hier begegnet, er nicht wirklich die Anstalten macht, da ihn. Ah, hier. Das kann ich mal aufnehmen. Dann schauen wir mal in die Richtung. Müsste doch dann hier irgendwann die nächste Spur auftauchen, wenn dem so wäre, dass der hier irgendwie in die Richtung ist. Leider sehe ich jetzt hier keine weitere Spur, jedenfalls nicht auf Anhieb. Ich schau mal nach oben, ob zufällig was rumliegt. Scheint nicht so. Ist echt schade. Ja, aber das kurz, vielleicht sieht man ja da mehr. Ich glaube es zwar nicht wirklich. Ja, vor allem ist das dann sehr nah. Ja, ich mache dann hier an der Stelle eine Pause. Vielleicht hier so rüber mit dem Blick. Und wir sehen uns dann wieder zur nächsten Folge. Bis dahin.